Darf ich dir einen Brandy anbieten, Sheriff? Nein, vielen Dank, Jim. Nach so einem exquisiten Abendessen wäre der beste Brandy der Welt ein Verbrechen. Merkwürdig, eines verstehe ich nicht. Was denn? Ich kann kochen, was ich will, aber Jim macht mir nie so hübsche Komplimente wie du. So? Das stimmt leider. Und ich bitte um mildernde Umstände. Aber schließlich bin ich ja dein Ehemann. Eine schwache Verteidigung, Mr. Scanlon. Ich schlage vor, du nimmst dir einen tüchtigen Rechtsanwalt. Aber du trinkst doch eine Tasse Kaffee. Ja, bitte. Was hast du denn da für einen Haufen Akten? Ein neuer Fall? Ah, der Fall Cunningham. Aha. Dem Gewicht nach zu urteilen, scheinst du ja endlich was gegen ihn in den Händen zu haben. Habe ich auch. Schriftliche Beweise und eidesstattliche Aussagen. Ich kann beweisen, dass seine Männer den Collierdamm gesprengt haben. Aus den vorliegenden Akten geht einwandfrei hervor, das Motiv war, die überschwemmten Farmen aufzukaufen. Das klingt ja beinahe so wie eine Rede vor den Geschworenen. Ja, beinahe. Eines kann ich dir sagen. Diesmal wird es ihm nicht gelingen, die Geschworenen einzuwickeln durch falsche Aussagen und Zeugenbestechung. Mr. Joshua T. Cunningham wird sich diesmal nicht herausreden können. Er ist überführt und wandert ins Gefängnis. Wenn du vor den Geschworenen auch so redest, glaube ich es fast. Aber eins wundert mich, ehrlich gesagt. Was denn? Weißt du, Mr. Cunningham und seine Anwälte sind keine Idioten. Sie wissen, du bist der beste Anklagevertreter von Kalifornien. Warum stellen sie keinen Antrag auf Verlegung des Gerichtsstands? Das haben sie getan. Richter Farnham hat den Antrag abgelehnt. Ich glaube, bei Mr. Cunningham fängt es an zu dämmern, dass die Tage der Freibeuter in Kalifornien zu Ende sind. Hoffentlich hast du recht. Entschuldigt mich. Danke. Oh mein Gott. Gut, Silas, ich mache auf. Danke, Miss Audrey. Guten Tag, Mr. Gaines. Kommen Sie rein. Guten Tag, Audrey. Ist Gerald zu Hause? Ja, in seinem Arbeitszimmer. Tag, Howard. Wie geht's? Ja, es geht so. Es hat mich doch sehr betroffen, was da gestern mit Jim Scanlon passiert ist. Ja, Jim war eine ehrliche Haut. Und für Cunningham war er etwas zu ehrlich. Deshalb hat er ihn erledigt. Und wie geht es Mrs. Scanlon? Sie ist nach Sacramento gefahren und wohnt bei ihrer Schwester. Mutter hat sie begleitet. Sie wollte sie nicht allein fahren lassen. Komm, Howard, setz dich. Wir essen gleich zu Mittag. Wollen Sie nicht mitessen? Nein, vielen Dank. Also, um auf den Zweck meines Besuches zu kommen. Du weißt, Jared, es ist meine Aufgabe als Vorsitzender des Bezirksausschusses von Stockton, einen stellvertretenden Staatsanwalt zu benennen, der bis zur Neuwahl die Stelle von Jim Scanlon einnimmt. Da findest du doch einen. Tja, unter normalen Umständen würde ich sagen, ich benenne Mark Bromley. Er war ja 2 Jahre Assistent von Scanlon. Bromley kennt also die Arbeit eines Staatsanwalts, aber... Aber was? Bromley ist zu jung. Zu unerfahren. Bis jetzt hat er noch nie selbstständig die Anklage vertreten. Die Anwälte von Cunningham würden ihn in Stücke reißen und den Geschworenen zum Fraß vorwerfen. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin. Ich glaube, du unterschätzt Mark. Er ist zwar jung, aber sehr clever. Und er hat Jim bei der Vorbereitung des Prozesses gegen Cunningham geholfen. Er kennt den Fall also genau. Richtig, aber er kennt auch Cunningham. Und er hat Angst. Dann musst du eben einen anderen finden. Keinen, der so qualifiziert wäre wie du.
Du warst doch schon mal aushilfsweise Anklagevertreter. Ja, damals war ich genauso alt, wie Mark Bromley jetzt ist und hatte auch Angst. Such dir einen anderen, Howard. Jared. Nein, Audrey. Du kannst das nicht ablehnen. Jim war dein bester Freund. Gerade deswegen will ich nicht als Ankläger gegen Cunningham auftreten. Das verstehe ich nicht. Wenn Cunninghams Anwälte so abgebrüht sind, wie ich glaube, werden sie versuchen, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass ich ihren Klienten nicht anklage, weil er einen Damm in die Luft gesprengt hat, sondern weil ich meinen Freund Jim Scanlon rächen will. Es wäre was anderes, wenn ich Cunningham auch wegen Mordes vor Gericht stellen könnte. Aber dafür fehlen mir die Beweise. Die Geschworenen sind diesmal unbestechliche Leute. Ja, das glaube ich auch. Sie lassen sich von keinem Anwalt beeinflussen. Möglich. Aber wer garantiert das? Ich will das Risiko nicht eingehen. Na gut, Jared. Ich kann dich nicht dazu zwingen. Audrey? Wer soll es denn sonst tun? Ich habe meinen Entschluss gefasst. Na schön. Hoffentlich wirst du es nicht bereuen. Treten Sie näher. Wir haben es uns bei Ihnen ein bisschen gemütlich gemacht. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen. Mason hatte einen Schlüssel, der zufällig gepasst hat. Setzen Sie sich, Jared. Was wollen Sie? Ich habe ein Problem, Jared. Die Regierungsbehörde für Landverteilung tagt nächste Woche in Sacramento. Und ich würde da gerne hinfahren. Wie Sie wissen, bin ich an Grundstückskäufen sehr interessiert. Aber dummerweise sitze ich hier in Stockton fest wegen dieses albernen Sprengstoffprozesses. Da kam ich auf die glänzende Idee, Mr. Barclay, Sie zu bitten, mich in Sacramento zu vertreten. Die Tagung wird etwa 4 bis 5 Wochen dauern. Aber ich garantiere Ihnen, die Sache wird sich für Sie lohnen. Verschwinden Sie endlich, Cunningham. 1000 die Woche und Spesen. Das ist doch nicht schlecht. Raus. Sie haben keine Zeit, den Auftrag zu übernehmen? Stimmt, Sie haben es erraten. Das wird Sie eine Kleinigkeit kosten. Hör auf, Correll. Man erzählt sich in der Stadt, Sie würden vorübergehend in Stockton als Staatsanwalt eingesetzt. Tatsächlich? Ich habe gehört, Howard Gaines hätte Sie gebeten, das Amt zu übernehmen. Fabelhaft, wie Sie die Ohren spitzen können. Ja. Ich vermute, Sie haben angenommen. Den Versuch, mich zu kaufen, hätten Sie sich sparen können, Mr. Cunningham. Bitte? Sie haben falsch gehört. Es war weise, den Antrag abzulehnen. Was mein Angebot wegen Sacramento betrifft, so besteht es weiter, Mr. Barclay, falls Sie Ihre Meinung doch noch ändern sollten. Ich glaube, das habe ich gerade getan. Was? Meine Meinung geändert. Na, bravo. Ich weiß, es käme Ihnen sehr gelegen, wenn ein unerfahrener Assistent wie Mark Bromley als Staatsanwalt fungieren würde. Deshalb werde ich im Gerichtssaal sein, wenn Ihr Prozess beginnt. Und Sie können sich darauf verlassen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Sie am Galgen hängen wegen Mordes an Jim Scanlon. Und jetzt macht, dass ihr rauskommt. Na los! Vergessen Sie nicht Ihre Rechnung, Mr. Barclay. Ich werde Sie bezahlen. Messer können die auch keine mehr schlafen. Übertreib doch nicht schon wieder. Ist doch wahr. Sieh dir das mal an. Ach, das interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe. Nick, muss das sein? Ja. Oh, entschuldige. Ich hab den ganzen Tisch voll Späne gemacht. Richtige Sauerei.
Glaub mir, die können wirklich keine Messer schleifen. Du legst doch zu Hause die Füße auch nicht auf den Tisch. Sag mal, willst du nicht endlich was essen gehen? Ich habe keine Hunger. Wie ich dich kenne, hast du doch immer Hunger. Ja, ja, aber heute nicht. Ich gehe hin. Wer ist da? Mark Bromley. Na, Mark. Guten Abend, Nick. Guten Abend, Jared. Hallo, Mark. Gut, dass du gekommen bist. Hier sind die Unterlagen von Mr. Scanlon für den Cunningham-Fall. Danke. Wenn ich noch irgendwas tun kann, dann sag's mir bitte. Mark. Es ist mir irgendwie peinlich, dass ich den Fall übernommen habe. Peinlich, Jared? Warum? Es wäre für dich eine Chance gewesen. Du hättest dir vielleicht einen Namen gemacht. Vielleicht, aber ich hätte auch auf die Nase fallen können. Hauptsache ist, dass Joshua Cunningham überführt wird. Vielleicht wäre es mir gelungen. Aber vielleicht reicht eben nicht. Doch du wirst es schaffen. Danke, Mark. Gute Nacht. Gute Nacht, Mark. Abend. Du auch noch, das ist zu viel. Was habe ich denn gesagt? Nichts, gar nichts. Einen Bruder, der sich um mein Wohlergehen sorgt, kann ich verkraften, aber zwei sind zu viel. So, und jetzt seid mal schön brav und verschwindet, damit ich endlich arbeiten kann. Los, ab. Also einen Moment mal. Geht meinetwegen in eine Kneipe und trinkt ein Bier, aber lasst mich in Ruhe, ich habe zu arbeiten. Und deine Bedingung? Und die wäre? Dass du dein Büro nicht verlässt. Das verspreche ich. Bier? Bier. Bier. Also gehen wir. Jared! Jared! Jared, bist du verletzt? Ich kann nicht sehen, Nick. Wieso? Ich verstehe nicht. Jared! Ich kann nicht sehen. Ich werde jetzt Ihre Augen testen und Sie verschiedenen Lichtstärken aussetzen. Sagen Sie mir, ob Sie was sehen können. Sehen Sie was? Nein, nichts. Wir versuchen es weiter. Sehen Sie jetzt etwas? Ich spüre Wärme, aber ich sehe nichts. Ich bin gleich wieder da. Noch nicht besser? Also unheilbar. Das ist schwer zu sagen. Was heißt das, Doktor? Sie haben ihn noch gerade untersucht. Also was ist? Es gibt zwei Ursachen für eine plötzliche Erblindung. Entweder ein Schaden am Sehnerv oder eine eingebildete Erblindung, hervorgerufen durch einen schweren Schock. Und wie ist das bei Jared? Das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn es ein Schaden am Sehnerv ist, dann bleibt er für immer blind. Und wenn es ein Schock war? Dann besteht die Chance, dass er wieder gesund wird. Aber wann, weiß ich nicht. Wir können nur warten. In der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit ist er blind. Doktor, was können wir für ihn tun? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was Sie nicht tun dürfen. Bemitleiden Sie ihn nicht und weinen Sie nicht. Und führen Sie ihn nicht im Zimmer herum wie einen Krüppel. Die Umstellung wird sowieso für Jared schwer genug werden. Aber wenn Sie ihn wie einen Krüppel behandeln, wird für ihn das Leben unerträglich werden. Das gilt für Sie alle. Gut, dass Sie uns das gesagt haben. Musik
Ich wollte einen Schluck Wasser trinken und bin gestolpert. Ich werde mir mal diesen Cunningham vorknöpfen. Nick. Ich gehe mit. Der Bruder von Barclay. Cunningham. Tag, Nick. Für 2 Centstücke würde ich Sie zusammenschlagen, dass Sie in keine Hose mehr passen. Ich gebe Ihnen Kredit. Bitte bedienen Sie sich. Keine Bewegung. Aufhören! Tut mir leid, Sheriff. Das Ganze war nur ein kleiner Irrtum. Ja, deiner. Was war los, Cunningham? Er wollte Streit anfangen. Das ist ihm gelungen. Cunningham, Sie gehen am besten freiwillig hinter Gitter, bevor ich Sie erwische. Red keinen Unsinn, Nick. Ich weiß, was ich sage, Madden, und ich meine es verdammt ernst. Verschwinde hier. Komm. Jared. Ja, Sharon hat mir das Abendessen gebracht. Ich weiß, sie hilft uns im Haushalt. Sie ist mit mir aus Sacramento zurückgekommen. Sag mal, willst du nicht was essen? Du hast seit heute Morgen... Jared. Kennst du den Anwalt Marvin Sanders? Ja, das ist der Anwalt von Cunningham. Ich habe rausgekriegt, dass Cunningham mit Sanders in dessen Wohnung heute Nachmittag eine Unterredung hatte. Das ist doch nicht außergewöhnlich. Weißt du, wer noch da war? Nein, woher... Mark Bromley. Wenn Mark Bromley als Staatsanwalt fungiert, was hat er dann bei Cunningham und seinem Anwalt zu suchen? Dafür gäbe es eine Erklärung. Dass Sie Bromley als Staatsanwalt ausschalten wollen. Oder Sie haben ihn bestochen und der Prozess verläuft im Sande. Wie kommst du zu der Behauptung? Ich habe gesehen, dass sich Mark Bromley wie ein Dieb aus Sanders Wohnung geschlichen hat. Ist das wahr? Ich erzähle dir doch keine Märchen. Vielleicht war das Gespräch ganz harmlos. Ja, vielleicht. Aber das Risiko kannst du nicht eingehen. Was meinst du damit? Noch bist du in Stockton stellvertretender Staatsanwalt. Ich werde sofort mein Rücktrittsgesuch einreichen. Vielleicht ist einer von euch so liebenswürdig und schreibt es für mich. Dafür ist es schon zu spät. Wenn Mark Bromley bestochen ist, musst du den Fall übernehmen. Ich kann auch so den Prozess nicht übernehmen. Ich kann es nicht. Natürlich kannst du. Hör mal zu, Jared. So schnell wirft man die Flinte nicht ins Korn. Vielleicht kannst du eines Tages wieder sehen. Ich mache jede Wette mit dir, dass du dann deinen Entschluss bereust. Oder willst du etwa den Tod deines Freundes ungesühnt lassen, Jared? Jared. Danke. Nachdem die Geschworenen vereidigt sind, können wir mit der Verhandlung beginnen. Sind Sie einverstanden, Mr. Bromley? Ja, Euer Ehren. Mr. Sanders? Die Verteidigung ist einverstanden. Sie haben das Wort, Mr. Bromley. Was will denn der hier? Euer Ehren, ich bitte um Entschuldigung wegen der Störung. Das macht doch nichts, Mr. Barclay. Als stellvertretender Staatsanwalt von Stockton hatte ich Mr. Bromley für diesen Fall eingeteilt. Aber ich habe es mir anders überlegt. Ich werde die Anklage im Prozess Cunningham persönlich vertreten. In Ordnung, Mr. Barclay. Haben Sie sich genügend vorbereitet? Können Sie sofort übernehmen? Selbstverständlich. Mr. Bromley, das brauchen wir vielleicht. Angst? Ja, die habe ich. Dazu besteht nicht der geringste Grund. Wir sind ja alle da. Sehen Sie sich die Geschworenen an. Sie haben Mitleid mit Barclay und das ist schlecht für uns. Sie müssen was unternehmen. Ich will es versuchen. Euer Ehren, dieser plötzliche Wechsel bei den Vertretern der Anklage kommt für die Verteidigung etwas überraschend. Hätte ich gewusst, dass Mr. Barclay die Anklage vertritt, dann hätte ich meine Verteidigung ganz anders aufgebaut. Wie soll ich das verstehen, Mr. Sanders? Euer Ehren, es ist mir äußerst unangenehm, hier im Gerichtssaal darüber zu sprechen. Aber im Interesse meines Klienten bin ich leider dazu gezwungen. Ich meine die Erblindung von Mr. Barclay.
Dieses Unglück erfordert unsere Anteilnahme und wir haben selbstverständlich alle Mitleid mit ihm. Auch die Geschworenen. Ich fürchte nur, es wird ihr Urteil beeinflussen. Euer Ehren... Einen Moment, Mr. Barclay. Was schlagen Sie vor, Mr. Sanders? Im Interesse meines Klienten und einer objektiven Urteilsfindung fühle ich mich verpflichtet, Mr. Barclay aufzufordern, die Anklagevertretung niederzulegen. Mr. Barclay? Tut mir leid, aber diesen Gefallen kann ich Ihnen nicht tun. Schade. Denn dann muss ich annehmen, Euer Ehren, dass der Angeklagte nicht mit einem fairen, unparteiischen Prozess rechnen kann. Mr. Sanders? Könnte er damit rechnen, würde man ihn freisprechen. Mr. Barclay weiß das genau. Das ist auch der Grund für die ach so dramatische und plötzliche Übernahme des Falles. Aber Barclay kam nicht, um Mr. Cunningham anzuklagen, sondern um ihn unglaubwürdig zu machen. Er wird den Geschworenen sagen, verurteilt den Angeklagten. Glaubt ihm und den Entlastungszeugen kein Wort. Glaubt mir, einem armen Blinden. Nein. Doch, Mr. Barclay. Sie kamen her, um Ihre Hilflosigkeit und Ihr großes Unglück wie eine Fahne vor den Augen der Geschworenen wehen zu lassen. Halten Sie Ihren Mund! Ruhe! Ich verwarne Sie, Mr. Barclay. Sollte das noch einmal vorkommen, lasse ich Sie aus dem Saal weisen. Setzen Sie sich. Mac. Unter diesen Umständen beantrage ich, den Prozess zu vertagen. Antrag abgelehnt. Sie haben das Wort, Mr. Barclay. Meine Herren, ich will mich kurz fassen. Die Staatsanwaltschaft ist nach gründlicher Ermittlung zu der Überzeugung gekommen, dass am 24. Juni dieses Jahres der Collier-Damm gesprengt wurde. Und zwar auf Veranlassung des Angeklagten Cunningham. Wir werden dafür den Beweis erbringen. Wir haben auch festgestellt, welches das Motiv für diese verbrecherische Tat war. Die Farmen... Ist schon gut, Nick. Lass mich los. Alles in Ordnung, Mr. Barclay? Ja, Euer Ehren. Wir haben auch festgestellt, welche Motive... Bring mich raus. Bring mich raus! Die Verhandlung wird vertagt bis morgen früh um 9. Wie wär's mit dem Whisky? Nein, danke. Einen Blinden fertig zu machen, ist kein Kunststück und für mich kein Grund zum Feiern. Vorsicht, das ist ein Stuhl. Setz dich. Ihr müsst Bromley Bescheid sagen, er muss morgen für mich die Anklage vertreten. Das meinst du doch nicht ernst. Jared, was hast du eigentlich erwartet, als du heute Morgen in den Gerichtssaal gegangen bist? Du konntest dir doch denken, dass Cunninghams Anwalt auf dich losgehen würde. Ja, aber ich habe gehofft, ich würde damit fertig. Das wirst du auch. Hör endlich auf damit! Ich will nicht dauernd hören, wie tapfer ich bin. Was nützt das auch alles? Ein Anwalt muss sehen können. Er muss dem Zeugen in die Augen sehen können, um festzustellen, ob er die Wahrheit sagt. Er muss wissen, welche Wirkung er auf den Richter und die Geschworenen hat. Und er kann sein Plädoyer nicht gegen die Wand reden. Bringt mich nach Hause. Jared, wir wollen dich zu nichts zwingen. Wir wollen nur nicht, dass du aus einer Verzweiflung heraus etwas Falsches tust, was du später bereust. Ich fürchte nämlich, wenn du jetzt deiner Stimmung nachgibst, wirst du nie mehr den Mut und die Sicherheit haben, deinen Beruf auszuüben. Du darfst dich nicht gehen lassen, Jared. Es ist vielleicht entscheidend für dein Leben. Es könnte sonst leicht sein, dass du einen Angstkomplex bekommst, mit dem du dann nie mehr im Leben fertig wirst. Ich brauche Zeit. Das glaube ich nicht, Jared. Die Zeit ist dein Feind und nicht dein Freund. Wenn du dich jetzt nicht entschließt, wirst du es nie mehr schaffen. Sollen wir gehen? Ich fühle mich so hilflos im Gerichtssaal. Jared, das brauchst du nicht. Was willst du tun? Mir ein paar neue Augen einsetzen? Du kannst doch hören. Und hast ein gutes Erinnerungsvermögen. Du kannst dich doch an den Saal erinnern. Du musst dir einhämmern, wo die Möbel stehen, wo der Richter sitzt, der Angeklagte und die Geschworenen. Du musst dich wie zu Hause fühlen, wenn du morgen ins Gericht gehst. Jeder Riss im Fußboden muss dir vertraut sein, so als würdest du ihn wirklich sehen. Eins, zwei, drei. Euer Ehren?
Eins, zwei, drei. Na, wie war das? Gut. Müde? Ja. Aber wir fangen doch erst an. Du hast gerade gesagt, es war gut. Aber noch nicht perfekt. Und das muss es sein, wenn du morgen früh in den Gerichtssaal kommst. Es ist wichtig. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Aufgrund des Beweismaterials, meine Herren Geschworenen, ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass der Angeklagte schuldig ist. Cunningham war der Haupttäter bei dem Sprengstoffanschlag auf den Collierdamm. Euer Ehren, ich rufe Simon Templeton in den Zeugenstand. Simon Templeton ist der Besitzer eines Kaufladens. Die meisten von Ihnen kennen ihn ja. Ist es richtig, dass Sie am Nachmittag des 21. Juni eine ungewöhnlich große Menge Dynamit verkauft haben? Das ist richtig. Danke, Mr. Barkley. Hier ist eine Quittung. Ich frage Sie, ob sie von Ihnen stammt. Ja, natürlich. Es ist die quittierte Rechnung für das Dynamit. Und wer hat den Empfang quittiert? Joshua T. Cunningham. Ich übergebe dieses Beweisstück dem Gericht. Danke. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Sanders, aber ich hätte gern ein Glas Wasser. Am 21. Juni waren Sie in Daleburg, etwa 100 Meilen vom Collierdamm entfernt. Wie oft soll ich denn diese Frage noch beantworten? Noch einmal, Mr. Correll. Ja. Aber, Mr. Correll, selbst ich kann sehen, dass Sie lügen. Einspruch. Stattgegeben. Mr. Barkley, Sie wissen, eine solche Bemerkung ist unzulässig. Ich bitte um Entschuldigung, Euer Gnaden. Sie können gehen, Mr. Correll. Bitte Miss Carter in den Zeugenstand. Ja, das stimmt. Ich bin Besitzerin des Lokals Big Nugget. Es liegt etwa 2 Meilen entfernt vom Collierdamm. Kamen am 23. Juni abends mehrere Männer in Ihr Lokal? Ja. Kannten Sie sie? Nein. Würden Sie sie erkennen, wenn Sie sie wiedersehen? Sicher. Miss Carter, ist einer von diesen Männern hier im Gerichtssaal? 3 sogar. Er? Er? Und er? Sie müssen sie als Lügnerin hinstellen, wenn Sie sie ins Kreuzfeuer nehmen. Ich tue mein Bestes. Sie geben auf? Ich spiele alle Trümpfe aus, Cunningham. Aber machen Sie sich nichts vor. Barkley hat sie schon ziemlich fest am Wickel. Es könnte ihm doch vor der morgigen Verhandlung was zustoßen. Ein Unfall zum Beispiel. Das möchte ich nicht gehört haben. Wenn wir beantragen, Bromley wieder einzusetzen, hätte ich noch eine Chance. Gute Nacht, Sanders. Gute Nacht. Mit einer Tasse Kaffee? Ah, eine fabelhafte Idee. Wann kommen Heath und Nick wieder zurück? Morgen früh. Sie treiben die Herde auf die Nordweide. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass es hier so ruhig ist. Mrs. Barkley! Mrs. Barkley! Mrs. Barkley? Ja? Dr. Merard schickt mich. Dr. Merard? Ihr Sohn Heath ist vom Pferd gestürzt und hat sich verletzt. Nick hat ihn zum Arzt nach Stockton gebracht. Sie sollen sofort kommen. Silas, hol den Wagen. Silas, du und Audrey werden sie begleiten. Ja, Sir. Ich reite in die Stadt zurück. Auf was wartest du noch? Los, beeil dich.
Was wollen Sie, Correll? Ich weiß genau, dass Sie es sind. Sie sind der Einzige in der Stadt, der diese teuren mexikanischen Sporen trägt. Und Mason ist auch da. Seine billige Pomade riecht man schon meilenweit gegen den Wind. Und wo die Herren Mason und Correll sind, da ist für gewöhnlich auch Cunningham. Stimmt's? Stimmt, Barclay. Heath ist selbstverständlich nicht verletzt. Es war eine Finte, habe ich recht? Sie sahen schon den Strick um meinen Hals hängen, nicht wahr, Barclay? Aus der Schlinge kommen Sie nicht mehr raus. Möglich. Aber vielleicht irren Sie sich auch. Zur morgigen Verhandlung werden Sie nicht kommen. Bromley vertritt Sie. Bromley kann Ihnen auch nicht mehr helfen. Doch, wenn er nachweist, dass die Zeugen gelogen haben. Und das wird ihm gelingen. Der Prozess wird dann auf unbestimmte Zeit vertagt. Stehen Sie auf. Sie sollen aufstehen. Widerstand ist zwecklos. Na gut, Cunningham. Was haben Sie mit mir vor? Nichts, das Ganze war ein Unfall. Draußen im Hof steht ein Brunnen. Sie gingen hinaus, um frische Luft zu schnappen, verirrten sich, stolperten, fielen in den Brunnen und ertranken. So. Sieh nach, ob die Luft rein ist. Alles in Ordnung. Bring ihn raus. Los, Barclay. Gehen wir. Durchs Fenster. Zünd mal ein Schwefelholz an. Ich weiß es nicht. Er hat die Lampe zerschlagen. Du siehst oben noch. Ich gehe in die Küche. Ja. Er hat alle Lampen zerschlagen.
ist er, komm. Gib's auf, Barclay. Falls ihr eure Revolver gezogen habt, lasst sie fallen. Sag ihnen, sie sollen sie fallen lassen. Tut, was er sagt. Einen nach dem anderen. Ich will hören, wie sie fallen. Ich knall dich nieder. Versuch's doch. Wir werden ja sehen, wen es zuerst erwischt. Mich oder deinen Boss. Correll, sei vernünftig. Ich will deine Kanone fallen hören. Schieb sie rüber, damit ich sie spüre. Gut. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Steigt so schnell wie möglich auf eure Pferde. Ich will hören, wie ihr wegreitet. Tut, was er sagt! Sie werden jetzt langsam aufstehen, Cunningham, und sich auf den Stuhl setzen. Da drüben steht ein Stuhl. Keine falsche Bewegung, verstanden? Ich werde den Revolver so lange auf Sie gerichtet halten, bis einer von meinen Leuten zurückkommt. Ich könnte mir vorstellen, die letzten paar Wochen waren ziemlich lang für Sie. Die längsten in meinem Leben, Doktor. Also werden wir es mal probieren. Zuerst die drei Zeilen hier. Sehen Sie die Buchstaben immer noch verschwommen? Hm? Oh, M-T-E-L-E-H. Gut. Und jetzt die nächste Zeile. F. D-P-L-T-C-E-O. Ausgezeichnet. Sie sehen ja besser als ich, Jared. Aber das war ja gar nicht die... Die zweite Zeile? Nein, es war die letzte. F-D-P... Oh, Jared, Jared. Ich gratuliere. Ihre Augen sind wieder völlig gesund. Sie haben großes Glück gehabt, dass der Sehnerv nicht beschädigt war. Danke, Doktor. Danke für alles. Komm, Nick, wir müssen Zäune flicken. Ja, stimmt. Wir sind sehr froh, Jared. Aber leider müssen wir jetzt arbeiten. Warte einen Moment, Nick. Hä? Was ist? Könnt ihr Hilfe brauchen? Na ja. Doch, natürlich. Dann komme ich doch mit. Nein, das geht nicht, du mit deinen lilienweißen Anwaltshändchen. Ich sehe auch nicht komischer aus, wenn ich Löcher für die Pfosten grabe, als wenn du Viehtreiber im Gerichtssaal stehst.